Hallo und willkommen bei Conny Canarias und Land und Leute. Ja, heute sind wir mal wo ganz anders und zwar über den Dächern von Maspalomas. Wir sind im Salobre und zwar bei der Asociación de Vecinos. Das ist die Vereinigung der Nachbarn im El Salobre. Hier sind wir in der Bar, Cafeteria, Restaurant Santa Margarita. Also ihr seht, es ist ein sehr uriger Laden, viel Grün, altes Gedöns hängt an den Wänden, alte Tonbänder, irgendwelche alten Dekosachen, dann steht ein altes Fahrrad. Also es ist überall hier was aufgehängt und dann haben wir natürlich auch Musiker hier, die sorgen für ein bisschen Stimmung und machen kanarische Musik. Dann gibt es hier natürlich Leckereien wie hausgemachtes Brot mit Alioli, Tomatensalat, dann gibt es auch Gofio, das Getreide, das bekannte, das Getreidemehl. Dann Blutwurst, Krabben al Ajillo, also Gambas al Ajillo in Knoblauch, frittierte Paprikaschoten, Hähnchenkroketten, frittierte Sardellen, natürlich die Papas Arrugadas mit Mojo, verschiedene Salate, Schinken, leckeres Entrecote, gebratenen Fisch, Tintenfische. Also es ist für jeden was dabei und die Preise sind ganz, ganz human. Also wenn ihr es ein bisschen uriger wollt, schaut hier mal vorbei. Es ist ein bisschen lauter, aber so ist das halt, wenn man unter Spaniern ist. Es dauert manchmal ein bisschen, die Getränke bekommt, aber dann ist es doch relativ schnell. Santa Margarita im El Salobre. Schaut mal vorbei und verbringt einen schönen Abend. Ich bedanke mich. Bis dann.